Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch einen sozusagen Hinweis geben auf einen interessanten Philosophen, einen der wichtigsten griechischen Philosophen, nämlich Parmenides. Ein Hinweis deshalb, weil er eigentlich gar nicht viel hinterlassen hat. Sozusagen sein Grundgedanke ist schnell erklärt, aber es ist ein ganz entscheidender Gedanke. Und ein Gedanke, der sich bei Platon und vielen anderen Philosophen fortsetzt. Also Parmenides, den sollte er auf alle Fälle mal gehört haben. Er gilt als der Begründer der Ontologie, der Lehre vom Sein. Parmenides lebte, war geboren, sagen wir so, 540 vor Christus. Seine Geburtsdaten und Lebensdaten sind mit Vorsicht zu genießen, wir wissen nichts Genaues. Aber ungefähr so 540 vor Christus geboren. Und weitere Daten wissen wir auch kaum aus seinem Leben. Er hat ganz wenig, oder sagen wir so, wir wissen ganz wenig von ihm. Wie viel er hinterlassen hat, wissen wir ja nicht, sondern es ist wenig überliefert von ihm. In jedem Fall hat er durch einen wesentlichen Gedanken eine ganz massive Wirkung. Was ist dieser Gedanke? Nun, Parmenides denkt über das Sein nach. Und er kommt darauf, dass das Sein etwas Allumfassendes ist. Ich zitiere aus einem Buch, denn auswendig ist ein bisschen schwierig, das alles nochmal zu merken. Das Sein ist, muss man eine Stelle hier suchen, genau, ja, gefunden. Das Sein ist ungeworden, ist unvergänglich, ist unveränderlich und ist vollkommen. Nun, was heißt das? Sein, ich muss ein bisschen einmerken hier mit dem Finger, das Sein, also alles das, was existiert, alles das, was ist, ist ungeworden. Das heißt, es gibt es schon immer. Das Sein gibt es schon immer. Da fängt nichts an, sondern es existiert schon immer. Es ist unvergänglich, das heißt, es hört auch nie auf. Es fängt nie an, es hört nie auf. Das Sein existiert immer schon, von Anbeginn, wird immer existieren. Das Sein ist das Sein. Und ganz wichtiger Gedanke, das Sein ist unveränderlich. Das heißt, es gibt auch kein Nichtsein, in das sich das Sein hin bewegen könnte. Wenn das Sein sich bewegt, wenn Bewegung ist im Sein, dann müsste es sich ja in ein Nichtsein hineinbewegen. Ich muss ja sagen, wenn man sich bewegt, muss ja ein Raum sein, in dem man sich hineinbewegt, und den Raum gibt es nicht. Der Raum könnte das Nichtsein sein. Und in das Nichtsein kann sich das Sein nicht hineinbewegen. Weil das Nichtsein existiert nicht, das Sein ist also unveränderlich. Und das Sein ist vollkommen. Es wird gerne mit einer Kugel verglichen. Es ist vollkommen. Und ihr merkt schon, diese Begriffsbezeichnung, ungeworden, unvergänglich, unveränderlich, vollkommen, das hört sich doch sehr stark nach Gott an. Und tatsächlich spielte das für die christliche Theologie eine ganz große Rolle. Im Grunde ist es heute noch eine Definition für Gott. Platon identifizierte das Sein mit seinen Ideen. Ihr merkt, das sind auch die Ideen bei Platon, was ja auch im Grunde mit dem Göttlichen das ein zusammensteht, Ideen und Göttliches, die Ideen sind in Gott sozusagen, in dem Gott Platons. Und es gilt ja für unsere Gottesdefinition. Er fasst also das Sein als etwas Totales auf, etwas Vollkommenes, Unveränderliches. Und das Interessante daran ist, das möchte ich jetzt mal einwerfen, wo ich ja sonst immer wenig mit meiner Meinung in den Videos für mich einbringe. Aber das ist hochinteressant deshalb, weil ja dieses Gottesbild ein eigentlich sehr starres Gottesbild ist. Also ihr merkt schon, wenn man sich das vorstellt, so ein Gott, unveränderlich, ewig natürlich, unveränderlich, das ist ja irgendwie ein bisschen was Starres. Etwas sehr Fernes, etwas sehr Unbewegliches, etwas sehr Unnahbares.
etwas wenig Dynamisches eigentlich. Und das ist einer der großen Kennzeichen dieser griechischen philosophischen Gottesvorstellung. Da gibt es diesen fernen, echten Gott. Hier komme ich jetzt zum Neuplatonismus, gibt es auch ein Video dazu. Den fernen, echten Gott, der ist so. Und da gibt es den Demiurgen, den Weltschöpfer. Der ist dann sozusagen beweglicher, dynamischer, veränderlicher, hat die Welt geschaffen und so weiter. Und das Interessante ist, dass der Gott der Bibel ja verglichen mit diesem griechischen Gott eigentlich ein sehr beweglicher Gott ist. Also über den Gott der Bibel zum Beispiel, eigentlich den christlichen Gott, könnte man nicht sagen, er sei unveränderlich. Er hat gar nichts Starres. Also an dem Beispiel könnt ihr eigentlich sehen, welches Spannungsverhältnis besteht zwischen einer Philosophie, die auf eine bestimmte Religion angewandt wird, das Christentum dann, das Entstehende, und wie die Philosophie ein bestimmtes Gottesbild prägt, obwohl eigentlich der Ursprung des Gottesbildes ein anderer ist. Also ein Sprichwort, brennender Dornbusch. Dieser Gott ist ja ein Gott der Bewegung und der Dynamik. Eigentlich nicht ein Gott der Unveränderlichkeit. Und das ist ja eine hochinteressante Geschichte, sich die Frage zu stellen, inwiefern ist eigentlich das christliche Gottesbild durch sozusagen die Philosophie etwas verdunkelt worden oder in einer Weise verändert worden, die eigentlich nicht original biblisch ist. Natürlich ist das nichts, was man im Religionsunterricht erwähnen sollte, weil das kommt nicht an. Da gibt es wahnsinnig viele Tabus, wenn es um dieses Thema geht, weil die griechische Philosophie einfach das Nonplusultra ist und wir von diesen ganzen Vorstellungen wenig lassen können. Und manche Gnostiker, Gnosis ist ja dieser Neuplatonismus, in diese ganzen Schulen des Neuplatonismus, eben in den ersten christlichen Jahrhunderten, identifizierten ja auch den biblischen Gott des Alten Testaments mit dem Demiurgen, dem Weltschöpfer. Und das ist ja auch interessant. Also damals wurde noch begriffen, dass hier ein Spannungsverhältnis herrscht, dass dieser Yahweh, dieser Gott Jesu Christi, eigentlich nicht wirklich zusammenpasst mit dem griechischen Gott. Wobei natürlich für die der griechische Gott das Gute war. Ja, und da muss man es irgendwie anpassen. Aber eigentlich betrachtet herrscht da ein Spannungsfeld. Und auf das wollte ich nochmal hinweisen, weil es auch sehr interessant ist und man sehen kann, wie sich Geistesströmungen gegenseitig beeinflussen und wie die Philosophie in den ersten christlichen Jahrhunderten auch die Theologie ganz stark bis heute geprägt hat. Denn wenn ihr das liest, wenn das im Religionsunterricht sagt, Gott ist ungeworden, unvergänglich, unveränderlich und vollkommen, wie jeder Theologie, jeder Religionslehrer sagen, jeder Theologe sagen, super, das passt. Wenn er aber sagt, nee, Gott verändert sich, weil auch die ganze Welt ist in Veränderung, die Welt ist doch ein Abbild des Schöpfers, warum soll sich Gott nicht entwickeln und verändern? Brenner Dornbusch, Gott der Bewegung des Feuers. Würde die eher ein bisschen auf Unverständnis stoßen und dann gesagt werden, nee, also das kann man doch nicht sagen und ja, natürlich und so weiter. Also, das gilt bis heute. Parmenides, ein extrem einflussreicher Mann mit einem einzigen Gedanken eigentlich, den er sozusagen geschaut hat und erkannt hat und wo er auch zum Beispiel natürlich sagt, gute Frage noch am Ende, aber hat der Parmenides nicht begriffen, dass die Welt sich verändert und Gott nicht? Da stimmt doch was nicht. Das Sein verändert sich doch. Das Sein verändert sich doch. Wie kann er behaupten, das Sein ist unveränderlich? Nun, er sagt, dass uns das Sein veränderlich erscheint, ist eine Sinnestäuschung. Und wir täuschen uns da. Das Sein ist unveränderlich, aber unsere Sinne täuschen uns. Auch hier aber wieder einen ganz wichtigen Punkt, in dem wir sozusagen die Verlässlichkeit der Sinneswelt anzweifelt. Auch hier merkt er, wie das bei vielen anderen Philosophen weitergeht. Also hier Parmenides, ein Mann mit wenigen, also uns wenigen uns überlieferten Gedanken, aber entscheidenden Gedanken und damit einer der wichtigsten Philosophen der griechischen Geschichte und auch bis heute, den man aber eigentlich nicht mehr so präsent hat.
ein Philosophen, wo das Denken und das Sein dann zusammengehören und die Sinneswelt, die Sinneserfahrung bezweifelt wird. Ja, das war mal in relativer Kürze etwas über Parmenides mit einem weiteren Gedanken hin zur Religion und zum Christentum. Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich auf ein Like. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Empfehlt ihn weiter. Kommentare, Fragen im Kommentarbereich des Videos. Und sonst sage ich, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.